Ein Stück kannst du noch, ein Stück kannst du noch. Ja, stopp, stopp, stopp! Also ich kenne mich hier wirklich null aus, deswegen ihr fahrt vor. Er fährt vor. Ja, ich habe nicht so viel Leistung wie ihr. Ja, ich habe offen. Ja, also Cedric ist dann Frontwheel und Marie ist Backwheel. Wollte ich gerade sagen, wir sind die zweite Wahl, ey, was ist das denn? Das ist bodenlos. Ja, erstmal mal rot fahren. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Wiki, wiki. Ja, sehe ich. Hast du eigentlich meinen geilen Stoppi gesehen? Ernsthaft nicht? Der war bestimmt auf Video, da kannst du dir nochmal angucken. Ey, die zieht dich ab, Nebi, Junge, lässt das mit dir machen? Du musst Fahrrad fahren und der vorbeifahren. Jetzt, Cedric, jetzt mach ich nochmal einen Stoppi, pass auf. Pass auf, pass auf, Cedric! Jo. Okay, Papa. Hey, Cedric, guck dir mal die Kennzeichenbeleuchtung von Nivi und Maria an. Fällt dir was auf? Ja. Wow. Ja. Das McDonalds-Motorrad, Junge. Ich hab nichts verstanden, nur das ist so geil. Du hast ein neues Heilsuchen, das ist so geil. Ach so. Ja, das stimmt. Ja, du bist wirklich leise, ohne Scheiß. Ja, wir waren gerade Mittelfinger, Kollege. Ja, wir müssen mal miteinander reden. Was war das denn? Wollte ich gerade sagen. Versuch doch, los. So. Ich krieg die aber immer noch nicht hoch, ne? Warte, ich versuch nochmal. Ne. Oh, jo, alles klar. Zack. Ist hier nicht 100, Digga? Na, hör mal! Marie, kannst du mit deiner Mopete den nach dem Weißen überholen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, überholen, aber es sind wahrscheinlich viel zu viele, ne? Ja, lass mal. Ja, klar. Bei dem unfassbar nicht dreckigen Kreisverkehr hier auf dem Land. Ja, Karfreitag ist im Endeffekt genau gleich wie diese Anlass, nur halt für Autos. Ja, aber das Ding ist, mir ist halt einfach zu voll. Weil du fährst halt dahin, du kommst kaum zum Ring, dann fährst du da einmal vorbei und dann fährst du gefühlt wieder nach Hause. So, das war's jetzt schon mit dem Video. Natürlich habe ich jetzt keine Abmoderation aufgenommen, aber jetzt ist auch nichts mehr passiert, was irgendwie sehenswert gewesen wäre. Da ich das Video aber nicht so beenden möchte, seht ihr jetzt nochmal einen kleinen Ausschnitt von der Autobahnfahrt wieder nach Hause. Ich bedanke mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist und hoffe, dass du den Kanal abonnierst, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Deswegen genieß jetzt einfach die Aufnahmen der Autobahn. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Crispy Rider. Ich glaube, die Aufnahme lohnt sich einfach nicht.
mal weg!